Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video schauen wir uns mal ein bisschen die Referenzserie von Canton an. Und zwar schauen wir uns den Referenz 8K Lautsprecher an. Da schauen wir mal, was den Lautsprecher so besonders macht. Das wird spannend, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Shocker. Der Referenz 8K kommt designmäßig clean, modern, aber auch edel daher. Die Designsprache haben wir ähnlich schon mal bei den Vento 80 gesehen. Nur hier ist es so, wenn wir uns den Lautsprecher von vorne betrachten, dann ist er gar nicht mal so groß und wirkt eher schlicht. Nähert man sich den Lautsprecher aber an, dann sieht man, oh, der Lautsprecher ist aber schon schön bauchig und kommt ein Tick bulliger daher, als man auf den ersten Blick sieht. Ich finde, es ist eine schöne Symbiose. Auf der einen Seite haben wir diese harten, glatten Kanten, aber dazu auch irgendwo noch dieses Runde mit dabei. Mit seinen Maßen nimmt der Lautsprecher auch nicht ganz viel Platz im Hörraum weg. Er hat eine Höhe von 98,5 cm, eine Breite von 27 cm und eine Tiefe von 39 cm. Gewicht bringt er 27 kg auf die Waage. Aber weil der Lautsprecher so ein bisschen kompakter ist als Standlautsprecher gesehen, fühlen sich die 27 kg mächtig schwer an. Also das Ganze muss man schon am besten mit zwei Leuten machen, gerade wenn man ihn auf dem Teppichboden positionieren will. Das macht man am besten mit zwei Leuten, denn wenn der Lautsprecher einmal steht, dann steht er. Und das Gehäuse, das fühlt sich richtig robust an. Es fühlt sich auch richtig massiv an, wenn man den Lautsprecher anfasst, ihn irgendwo hinstellt, ihn irgendwo hinträgt. Das ist schon richtig massiv. Und das Gehäuse hat drei Kammern, dass der Mitteltöner seine eigene Kammer hat, der Hochtöner seine eigene Kammer hat und die Tieftöner auch ihre eigene Bassreflexkammer haben. Interessant ist auch der Fuß, auf dem der Lautsprecher steht. Das Ganze arbeitet hier mit Bassreflexöffnung nach unten, also im Downfire-Prinzip. Aber da haben wir extra in dem Fuß selber nochmal so eine Art, Canton nennt das Bass Guide. Und das soll dazu führen, dass der Lautsprecher in der Aufstellung jetzt gar nicht mal so kritisch ist, wie man in den ersten Momenten denken würde. Weil man sieht hier das an den Seiten, dass es zu ist, sondern dass es in der Mitte, dass der Bass da nochmal geführt ist, damit der Bass vernünftiger, präziser und sauberer an den Raum abgegeben wird. Der Lautsprecher ist eigentlich in jeder Farbe zu haben, solange es Hochglanzschwarz und Hochglanzweiß ist. Über die Lackierung möchte ich gar nicht so viele Worte verlieren, denn die war schon bei der Taunus 90 top, die war bei den Vento 80 top und ist hier genauso top. Nur habe ich das Gefühl, dass hier der Schwarzton, dass wenn man sich das anguckt, man kann irgendwie so tief in den Lack irgendwie reingucken. Das hat irgendwie so eine gewisse Tiefe und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich möchte kurz anmerken, ich habe hier Ausstellungsstücke, da ist leider schon der ein oder andere Kratzer drin, aber trotzdem kann sich das wunderbar sehen lassen. Auch vorne an der Front haben wir Elemente, wo sich das Auge schön drin verlieren kann, aber es ist nicht zu viel, nicht zu übertrieben und auf gar keiner Weise irgendwie verspielt. Apropos Front, da sind direkt mal vier Chassis zu finden. An oberster Stelle finden wir hier einen 160 mm Mitteltöner mit einer Aluminium-Keramik-Wolfram-Membran. Wunderbar, ich habe es ausgesprochen gekriegt. Darunter ein 25 mm Hochtöner mit einer Aluminium-Oxid-Keramik-Membran. Was für Materialien, Wahnsinn. Darunter findet sich das Bass-Duo wieder. Bestehend aus zweimal 160 mm Tieftönern, auch hier aus einer Aluminium-Keramik-Wolfram-Membran. Aber hier allerdings als Doppelmembran-Sandwich-Membran ausgeführt. Und natürlich, die Wavesäcke darf Canton-like nicht fehlen. Die Übergangsfrequenz von den Tieftönern zum Mitteltöner liegt bei 220 Hz und vom Mitteltöner zum Hochtöner bei 3000 Hz. Den gesamten Übertragungsbereich gibt hier Canton mit 24 bis 40.000 Hertz an. Aber da hatten wir schon mal so ein Thema, das hatten wir bei dem Vento 80 schon mal genauer besprochen. Müsst ihr euch da mal angucken, ich verlinke es euch oben in die Infokarte oder unten im Video in der Videobeschreibung rein. Auf der Rückseite des Lautsprechers finden wir gar nicht ganz so viel. Da finden wir aber, wie ich finde, das sehr gut verarbeitete und gut laufende Anschlussterminal, welches mit B-Wiring oder B-Amping betrieben werden kann. Klanglich ist mir aufgefallen, dass der Referenz 8K im Bass schön voluminös spielt. Voluminöser jetzt zum Beispiel als eine Vento 80 oder Taunus 90. Wobei die miteinander zu vergleichen, das haut nicht ganz hin, weil der Referenz 8K spielt charakteristisch
ein bisschen anders oder deutlich anders als zum Beispiel jetzt ein Vento 80. Der Bass, der geht tiefer, aber auch schneller Bass ist gar kein Problem. Kriegt er gut hin, Kickbass, funktioniert auch ganz gut. Nehmen wir mal, wie war das von Rod Stewart, Young Turks. Da haben wir jetzt nicht so einen tiefen Bass, auch nicht unbedingt so eine Basslinie, sondern einfach nur einen schnelleren Bass, sage ich jetzt mal. Und das kriegt er wunderbar hin. Aber auch tiefer Bass nehmen wir jetzt wirklich, das fällt mir immer wieder über die Füße. Limit to Your Love, der Bass-Test. Ich komme gerade auf den Interpreten nicht. Aber da ist ja auch ein richtig tiefer Bass drin. Und das funktioniert mit dem Lautsprecher richtig gut. Ohne jetzt aber auch dabei die Kontrolle zu verlieren, egal bei was für einer Lautstärke. Das kann man leise hören. Man kann den Lautsprecher auch gut leise betreiben. Es muss jetzt nicht der stärkste Verstärker sein. Der sollte schon ein bisschen Leistung haben, ein bisschen Kontrolle sollte er mitbringen, der Verstärker. Ist aber jetzt nicht das übertriebenste Modell, ist nicht unbedingt erforderlich. Aber auch da geht der Bass schön sauber und wie gesagt, der geht auch richtig tief. Und das macht schon richtig Spaß. Die Mitten und die Höhen, die möchte ich hier gerne mal zusammenfassen, denn die spielen zusammen wirklich wunderbar. Gerade Stimmen oder sowas, die kommen sehr deutlich rüber. Dabei ist es egal, ob es jetzt Musik ist, eine Sendung oder ein Audiocast. Das passt eigentlich immer wunderbar. Nehmen wir jetzt Musik, zum Beispiel mal Heinz-Rudolf Kunze. Der singt ja wirklich sehr deutlich. Da kannst du jedes S oder jedes C oder jedes Z-Laut von allem anderen unterscheiden. Und das kriegen die Hochtöner und die Mitten einfach wunderbar hin, weil... Wie die Stimme ist, das passt einfach perfekt zusammen. Es ist jetzt nicht so, der singt da was und dann kommen die S, Z und was weiß ich was für Laute, dass dann der Hochton mit dem Rest der Stimme, die der Mitteltöner wiedergibt, dass das gar nicht zusammenpasst. Nee, doch, das passt wunderbar zusammen und das kann man auch gut raushören. Und jetzt kommt noch Instrumente dazu oder sowas, das spielt gar keine Rolle. Man kann dann die Instrumente und alles immer noch wunderbar raushören. Zum Beispiel Eye of the Tiger hier, ihr kennt das Lied. da hört man ja auch die unterschiedlichen Gitarren raus und das funktioniert wunderbar. Und da merkt man auch, gerade bei Eye of the Tiger, den Übergang von dem Bass zum Hochton, dass das auch wunderbar funktioniert und der Hochton, dass das auch einfach super zusammenspielt. Aber manchmal, je nachdem, was es für eine Aufnahme ist, habe ich so manchmal das Gefühl, da kommen wir wieder kantonmäßig, dass der Hochtöner so manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießt und dann einfach nochmal ein bisschen... zu viel Gas gibt, als es eigentlich nötig wäre. Und manchmal kommt mir das beim Mitteltöner auch so vor. Aber das ist auch nicht immer. Und wenn man sich darauf konzentriert, das zu hören, dann denkt man, ja, ist so. Aber auf der anderen Seite, nee, ist nicht so. Und wenn man sich dann darauf versteift, kommt man ganz durcheinander. Aber im Gesamten passt das, gut zusammen. Der Lautsprecher, der pusht zwar so ein bisschen, wenn jetzt so Lieder sind, die kaum Dynamik drin haben oder sowas, dann gibt es viele Lautsprecher, die lassen das so, dann hört sich das ziemlich langweilig an. Hier, ja, wird ein bisschen wird da gepusht, dass ein bisschen dynamischer eigentlich klingt, als es ist, aber das ist jetzt nicht übertrieben, dass wir jetzt von der Verfälschung oder sowas reden können. Nee, das ist nur so ein Hauch ist das, ist mir zumindest aufgefallen. Die Bühnendarstellung funktioniert auch. Man kann sehr schön heraushören, wo ist jetzt was auf der Bühne los. Oder wenn wir jetzt mal einen Film schauen, wo kommt das Geräusch jetzt her? Kommt es jetzt eher von weiter weg oder ein bisschen mehr mittig oder doch ein bisschen näher? Das lässt sich wunderschön heraushören. Und nehmen wir jetzt mal, wenn der Mixer, jetzt der Abmischer vom Lied, irgendwelche Gesänge oder Effekte oder so nach weit außen gepackt hat, nach links oder rechts, dann hört man das auch. Es ist jetzt nicht so, dass die Bühne von dem Lautsprecher zu breit ist oder so. Sie ist aber auch nicht zu schmal. Das passt wunderbar. Und die Stimme, wenn sie das tun soll, bleibt eigentlich schön mittig im Raum stehen oder kann auch mal etwas näher am Ohr sein oder kann sie auch mal ein bisschen weiter weghören. Nehmen wir hier jetzt nochmal Eye of the Tiger Survivor. Da haben wir nämlich den Namen. Da ist es so, dass zwar die Bühne da ist, aber das Ganze eher ein bisschen weiter vorne sich abspielt und geht nicht so wirklich in den Raum rein. Trotzdem kann man da wunderschön die unterschiedlichen Gitarren hören, wo diese gerade gespielt wird. Und das funktioniert, finde ich, wunderbar. Es ist jetzt nicht so, dass die Bühnendarstellungen und auch die Stereo-Effekte oder so, dass die jetzt zu spektakulär sind, zu aufdringlich sind oder sowas. Das sind sie nämlich alle gar nicht. Es ist eher so, man hört das, das macht Spaß. Es ist jetzt aber auch nicht übertrieben oder gar too much.
Bei Robert Miles zum Beispiel Children, da haben wir am Anfang das Klavier. Das geht schön in den Raum rein, das umhüllt einen schön. Es ist jetzt nicht so übertrieben oder gar ein erdrückendes Gefühl, das auf gar keinen Fall. Es geht schön in den Raum rein und auch die anderen Klänge, die da in dem Lied mit drin sind, die passen wunderbar und ja, umhüllen einen, ohne dass es jetzt zu eng wird. Nehmen wir mal Country-mäßig Tim McGrath, I Like It, I Love It. Da ist auch richtig viel in dem Lied los. Gitarre, die das und hast du nicht gesehen. Da ist wirklich eine Menge los und man kann das schön raushören, aber ohne dass es jetzt zu stressig oder gar nervig wird. Das auf gar keinen Fall. Denn du kannst mit dem Lautsprecher auf der einen Seite so Musik hören, dass du dich hinsetzt. Ich höre Musik und möchte auch viele Details hören und du hörst genauer hin, dann hörst du auch die Details. Ohne jetzt aber, dass es wie gesagt so stressig wird, weil du kannst auch einfach so dich hinsetzen und dich so von der Musik berieseln lassen, ohne jetzt, dass der Lautsprecher jetzt förmlich so dir sagt, hier, hör dir mal dieses Detail an oder hör dir das mal an, wie gut das ist. Nö, musst du nicht. Wenn du einfach nur so ein bisschen Musik hören willst, sagen wir mal als Hintergrund, machst dabei noch was anderes, dann läuft das auch wunderbar, ohne dass der Lautsprecher dich jetzt in irgendeiner Art und Weise stressen möchte. Und bevor wir zum Soundcheck kommen, werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf die Messung, damit wir so tendenziell sehen, wie der Lautsprecher so spielt. Und da sehen wir, ja komm, sagen wir mal so 40 Hertz und auch ein bisschen drunter, dass da schon was losgeht. Und das merkt man auch, wie gesagt, auch in dem Basslied, wo der tiefe Bass drin ist, das können die Lautsprecher richtig gut. Und ihr müsst mal überlegen, es sind jetzt nicht die größten Chassis hier drin. Und dann geht das vernünftig so weiter, so bis zu 350 bis 500 Hertz, da haben wir da so einen kleinen Buckel drin. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so den höre ich jetzt nicht so und der ist jetzt auch nicht wirklich störend. Und dann läuft es bis hinten zum Hochtöner durch und da sehen wir ja schon, dass der Hochtöner, ja, da will er noch ein bisschen Gas geben. Das fängt zwar irgendwo so bei 13.000 Hertz an, ich weiß nicht, wer das alles noch hören kann, aber vielleicht ist ja das auch der Grund, wo ich sagte, bei manchen Aufnahmen, bei manchen Liedern hört man, dass der Hochtöner doch so ein bisschen noch hintenrum, dass er da noch ein bisschen too much Gas gibt. Und jetzt haben wir schon so viel über den Lautsprecher und über den Klang gesprochen. Ich habe auch hier einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet, damit ihr euch so einen kleinen Eindruck machen könnt, wie der Lautsprecher in etwa so spielt. Setzt dazu am besten eure Kopfhörer auf, denn das ist eine 3D binaurale Aufnahme. Viel Spaß dabei. Keep.
macht eine Riesenfreude und Spaß, mit dem Lautsprecher Musik zu hören. Wobei, Musik muss es ja nicht immer sein. Bei Filmen macht der Lautsprecher eine wirklich gute Figur. Und bei Spielen haut das Ganze auch noch ganz gut hin. Und es ist wirklich so, dass man, wenn man diesen Lautsprecher hat und dann denkt man, was höre ich denn jetzt zuerst? Weil dann fängt man an, man guckt Sendungen neu, die man eigentlich schon zigmal gesehen hat, was hören wir denn jetzt wieder raus? Und bei Musik ist es eigentlich ganz genauso. Man fängt an, die ganzen Stücke irgendwie nochmal neu zu hören, neu zu erleben und vielleicht auch neue Erfahrungen damit zu verknüpfen. Klar, der Lautsprecher liegt so bei 4.400 Euro das Pärchen. Das ist nicht wenig, den Lautsprecher kauft man sich nicht mal eben, aber es ist aber auch ein Lautsprecher, den vererbt man weiter. Das ist nicht so, dass man den irgendwann sich leid gehört hat oder so. Das ist eher weniger der Fall. Aber liebe Leute, was haltet ihr denn von den Canton Referenz 8K? Schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare rein. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Hier oben habe ich jetzt noch zwei andere Videos für euch. Einmal von dem Canton Taunus 90 und den Canton Vento 80. Und jetzt bin ich auch schon am Ende diesen Videos. Hat euch dieses Video gefallen? Dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn noch nicht, dann lasst ihr noch gerne ein Abo für diesen Kanal da und dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund, munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss!